Hallo? 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 Hallo Ursula, schön dich zu sehen. Bin ganz aufgeregt. Ja, also du kannst mich hören und sehen. Gut. Deine Mail hier ausgedruckt. Vielleicht erzählst du einfach mal, was ist dein Traum? Was würdest du gerne tun und tust es aus irgendeinem Grund nicht? Darüber habe ich ja die ganzen letzten Wochen, seitdem ich diese Mail da so rausgeschossen habe, Ja. wieder drüber nachgedacht. Weil ich tue ja schon ganz viel von dem, was ich will. Und aber dieser Wunsch oder ja, dieses Sehnen am Meer zu sein, das schießt mir dann doch immer wieder quer. So, So, das, und schon hast du dich ausgehebelt. ja, das ist, und das ist das, was ich seit Jahren mache. Ja, genau. Ja, und du hast noch einen schönen Satz eben gesagt. Ich dachte ja, wenn ich mal älter bin, also. Ja, schon, ich bin ja schon, da bin ich ja jetzt schon, ja. Also, ich meine, wir sehen uns ja gerade, ne? Und also, du gehörst zumindest nicht mehr zum jungen Gemüse. Also, ich weiß nicht, für wann du älter definierst, aber so theoretisch würde ich sagen, es würde langsam Zeit, sich mit der Ernsthaftigkeit dieses Traums zu befassen, wenn es noch was werden soll. Ja, genau. Also dieses mit dem Älter, der Gedanke, wenn ich älter bin, der ist natürlich schon etwas, auch etwas älter, ja, das stimmt. Also und deshalb bin ich ja jetzt auch so an dem Punkt, dass ich mir denke, wie lange will ich da jetzt noch damit warten, so ungefähr. Also Ja, ich habe halt gedacht, wenn ich den Tag visualisiere, dass es vielleicht irgendwann passiert. das sind doch die Leute, so wie die sich so Vokabelhefte und das Kopfkissen legen und meinen, sie könnten am nächsten Tag die Vokabeln. Das ist so dieselbe Voodoo-Idee. Ne? Das klappt nur selten. Ne? Oder dieses, ich bestell's es mal beim Universum. Meine Erfahrung ist, das Universum liefert nur, wenn das Universum sieht, dass man sich selbst den Arsch dafür aufreißt. Dann kriegt man schon mal so eine Unterstützung. Also die Frage ist doch, wie wichtig ist es dir wirklich? Denn wenn du es wahr machen würdest, am Meer zu wohnen, es würde bedeuten, du musst Hamburg aufgeben. Du sagst, es ist zu weit da, wo es möglich wäre, wäre es zu weit zum Pendeln für Proben und Konzerte und diese Schulgeschichten auch. Das heißt, deine aktuellen Einnahmequellen wären dahin. Du müsstest dir also für den Traum des Lebens am Meer neue Einnahmequellen vor Ort erschließen. Dafür müsstest du dir A Orte angucken und sagen, wenn du dann was findest, das hier wäre irgendwie ganz nice, könnte ich mir vorstellen, dann müsstest du hingehen und sagen, was gibt es denn vor Ort an Musikschulen, private, öffentliche, wo du vorstellig werden könntest. Plus, du müsstest dir überlegen, wie du Privatunterricht geben kannst. Das wäre der Aufwand. Du müsstest überlegen, wie du es finanzierst, ob du, ich glaube, du wohnst in einem eigenen Haus, du hast ein kleines Häuschen, hast du mir geschrieben. Ja, ist aber noch sehr hoch verschuldet, also das ist noch nicht so. Ist noch nicht. Hast du angefangen zu recherchieren oder welche Gründe wirst du jetzt haben, das doch nicht zu tun? Soll ich dir berichten? Nee, ich habe aber, du wirst, also ich habe Ähnliches, was du vorgeschlagen hast, so in ansatzweise habe ich schon. Ich habe schon auf der Google Maps geguckt, man kann ja da auch auf Satellit gehen und habe mir dann bin hin und her gescrollt. Ja, dieser Strand ist schön und dieser, also ich habe da richtig schon so geguckt. Ah ja, und da kam mir auch die Idee, vielleicht sollte ich da mal hinfahren und mir das vor Ort Man ist froh, angucken. wenn man sich was aufgebaut hat. Du hast dir was aufgebaut. Du hast ein eigenes Häuschen. Mit Herzblut hast du gerade gesagt. Das heißt, wenn du eine innere Gewinn-Verlust-Rechnung aufmachen würdest, würde der Traum wahrscheinlich im Moment immer verlieren. Weil du sagst, ich habe hier gerade auch noch mit Corona, ich bin total safe. Ich habe einen Job, ich habe zwei Jobs, ich habe das Haus, wahrscheinlich auch noch vielleicht Kinder, Familie in der Nähe oder so. Also du nickst. Ja, Alle drei in Hamburg, also das alle ist drei super. Kinder in Hamburg, das heißt, du hast da auch noch dein soziales Netzwerk. Und das alles sollst du hergeben, um irgendwo am Meer zu wohnen, wo es nicht mal warm ist. Dafür ist das Meer in der Haustür. Dafür hast du das Meer, direkt vor der Haustür, hast du gesagt. Ja. Und das ist aber, und diese Unsicherheit, das ist dieses, du weißt, was du loslässt oder du weißt, was du loslassen müsstest, du weißt aber noch nicht, was du dafür bekommst. Ja, so ungefähr. So, und mit dieser Unsicherheit umzugehen, was braucht es dafür? Es braucht Fakten. Es braucht, ich nenne das immer den Öko-Check machen. Dieses